Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Heute würde ich gerne für euch ein Video machen. Es geht um Druckpunkte oder um Schmerzpunkte, wo du den Gegner oder den Aggressor schnell K.O. oder beziehungsweise kampfunfähig machst. Okay, ich zeige euch verschiedene Varianten mit meinem ältesten Sohn Patrick. Und dann kannst du dir selber aussuchen, was am besten für dich passt. Okay? Und noch was Leute, diese ganzen Techniken, die ich euch heute zeige, ja, die sind dafür da, um sich zu verteidigen, ja, in einer brenzlichen Situation, wenn dich irgendein Aggressor angreift oder deine Family, Kinder, Frau, wie auch immer. Das heißt nicht bei irgendwelchen unschuldigen Personen ausprobieren oder bei irgendeinem Streber in der Schule, hey, komm du her, bam, und ich probiere. Nein, das ist komplett, komplett falsch. Das will ich auch nicht vermitteln. Ich will keine Aggressionen hier irgendwie hervorrufen oder wie auch immer. Nein, ich bin fürs dynamisches, hartes Training und für Techniken, die funktionieren. Aber ich will auch nicht vermitteln irgendwie, dass sich die Leute dann, aha, da jetzt kann ich dem wehtun, jetzt kann ich dem wehtun. Na, überhaupt nicht. Ja? Ihr seid alle Kämpfer und Kämpfer wissen, was man mit Techniken oder mit hartem Training oder mit Wissen, angeeigneten Wissen anfangen kann. Okay, das heißt, wir fangen an. So Leute, mein Sohnemann Patrick ist auch schon dabei. Ich muss einmal gestehen, zuerst einmal sagen, dass der Patrick hat sich ziemlich geändert, was an Figur angeht, weil in Japan noch oder in Bali, wie viel hast du gewogen in Japan? In Osaka 68. 68 und wie viel Kilo hast du jetzt? 79. 79, das ist ein Wahnsinn. Bald hat er mich, ich habe jetzt ungefähr knappe 88. Das heißt, wenn du so weitermachst, in 2-3 Monaten hat er mich schon. Aber nicht vergessen, ich weiß immer noch, wie ich dich klein kriege. Das heißt, und das zeige ich jetzt gleich. Das heißt Leute, ich zeige euch jetzt verschiedene Techniken. Verschiedene Varianten und aus diesen kennst du die beste aussuchen, die ihr vielleicht dann bei einer Auseinandersetzung braucht oder wie auch immer, okay? Okay Leute, das heißt die erste Technik, der erste Schmerzpunkt oder Druckpunkt, den ich euch zeige, ist, wenn dich zum Beispiel einer greift, das erste, was ich attackiere, ist sein Bizeps. Hier, genau hier, es reicht, wenn ich nur drauf drücke, das ist so ein Schmerzpunkt und selbstverständlich, danach geht der Angriff weiter. Das heißt, als Erste, ich greif seine Hand, damit er sich nicht bewegen kann. Weil wenn ich das nicht mache und ich schlage jetzt her, kommt er weg und ich habe nicht mehr die Kontrolle über ihn. Okay? Das heißt, ich greife und gleichzeitig komme hier mit den Knöcheln hier auf Bizeps, aber 45 Grad nach außen. Okay? Das heißt, das ist der Einstieg hier und hier ist der Kontra. Okay? Das ist der erste Kontra Richtung Augen. Das heißt, hier hast du den Schmerzpunkt. Hier hast du den Schmerzpunkt, okay? Die zweite Variante, Bizeps, aber ich attackiere jetzt Halsschlagadern, okay? Das heißt, sobald mich jemand greift, hier, boom, hier, okay? Oder die zweite Variante, hier, boom, hier sofort am Hals attackieren. Das heißt, eigentlich habt ihr erste, zweite Variante, das heißt, zwei verschiedene Druckpunkte oder Schmerzpunkte gleichzeitig, okay? Das heißt, hier Augen oder hier Halsschlagadern. Selbstverständlich geht das auch noch anders und zwar stellt euch vor wie Schere, okay? Das heißt mit links schlage ich hier, hier ist auch so ein schmerzhafter Punkt und mit rechts gehe ich nach außen. Das heißt mit links nach innen, mit rechts nach außen. Das heißt, hier. Wie fühlt sich das an? Und jetzt stellt euch vor, boom, hier. Das heißt, das ist auch wieder, wie ihr macht nicht das? Ja, da ist kein Power drin. Aber sobald er mich greift, boom, hier, hier, da, boom. Okay, das heißt, die verschiedene Variante gezeigt. Eins, Augen, ein Hals oder einfach hier. Und glaubt mir, er lässt sofort los, boom, wenn ich das da hier mache. Das heißt, hier ist der erste Punkt, hier ist der zweite Punkt. Wie Schere, okay? Gleichzeitig, boom. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft, okay? Und jetzt zeige ich euch die zweite Variante. Okay, Leute, jetzt haben wir uns gedreht. Damit du die zweite Variante siehst. Die zweite Variante, die ist ganz, ganz schnell. Das heißt, wieder die Angriffsfläche, da die Schmerzpunkte sind. Hier ist Hals und gleichzeitig am Stirn. Der Schlag schaut dann folgendes aus. Hier gleichzeitig. Boom! Okay, was da jetzt passiert? Hier, Halsschlagadern, ist das so quasi, der Blutzufuhr wird unterbrochen. Gleichzeitig passiert. Probiert es einmal selber, wenn es da kräftiger mit dem Handball, boom, nur so auf den Stirn bekommst, das ist, wie fühlt sich das an? Ja, kurzer Schock. Wie so ein kurzer Schock, genau. Aber das wird jetzt verbunden mit diesem Schlag und mit diesem Schlag. Das heißt, sagst okay, ich will keine Probleme, boom, und das da hier passiert, okay?
Hier gleichzeitig. Okay, probier's bei mir, Patrick. Hier. So. Ah, ja, genau, mach's dynamischer. Ja! Warte. Oh, das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm, Leute. Hier am Hals, weil du weißt nicht, was kommt. Hier und hier gleichzeitig. Boom! Und diese Erschütterung, was du am Hirn bekommst mit den Handballen, und gleichzeitig wird aber der Schlag hier am Halsschlagadern, weil wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, ein kräftiger Schlag, boom, hier am Halsschlagadern, kann sehr leicht passieren, dass du dann K.O. gehst. Das heißt, Leute, jetzt als ihr sagt, ich will keine Probleme, boom, dann gleichzeitig hier und hier am Stirn mit den Handballen, mit der Handkante hier am Halsschlagadern, okay? Wieder bitte nur benutzen, wenn um euer Leben geht oder Leben eure Familie oder Kinder oder wie auch immer, nicht unbedingt bei jemandem nur so ausprobieren. Wenn ihr das beim Partner macht, dann bitte passt auf, nicht mit voller Power, sondern macht das eher hier, dass die Handkante hier am oben, die Schulter kommt und nicht unbedingt hier am Halsschlager. Okay, jetzt ihr das so üben. Und wieder dynamisch, das, da ist die Dynamik, das heißt, ich mache nicht das. Da ist kein Power drinnen, okay? Das heißt, das war die zweite Variante, noch einmal von hier, boom! Stirn und Halsschlager dann gleichzeitig. Sehr, sehr wirkungsvoll, okay? So Leute, bei der letzten Technik konzentriere ich mich jetzt genau auf diese Stelle. Diese Schmerzpunkt, diese kurze Rippe. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Da reicht der kleine Drücker. Nur wenn ich so ganz leicht reindrücke und derjenige geht schon nach unten. Stimmt, Patrick? Ja. Das ist ziemlich, ziemlich schmerzhaft. Wie ich das jetzt aber mache, wie ich das jetzt mit der Technik verbinde, zeige ich es dir gleich. Und zwar, mir ist wichtig, diese kleine Ablenkung, ja? Das heißt, ich komme mit der Hand nach oben, er gleich sofort, aha, irgendwas passiert, gleichzeitig kommt von mir, von oben, das heißt nicht so, sondern von oben kurz der Schlag auf die Rippen. Dann weiter, komme ich hier, unten, kommt ein bisschen weiter, Patrick, hier, das heißt, nach dem Schlag komme ich hier nach unten, automatisch geht er nach unten, und jetzt, da kommt der Schlag, den Handkanten hier, aber von dem oberen Teil, wo der Daumen ist, hier. Und jetzt schaut mal, jetzt mache ich einen kleinen Schritt auf die Seite, halte ich mit beiden Händen und drehe ich seinen Kopf hier. Schaut, wo er jetzt ist. Und jetzt stell dir vor, ich lasse ihn einfach fallen. Okay? Aber nicht vergessen, allerwichtigste ist es, dass es einfach ist. Das habe ich euch in einer Technik gezeigt. Das könnt ihr noch mit dem Partner ein bisschen üben aber, oder ausbauen. Das allerwichtigste ist, hier, boom! Und da ist der Schlag, okay? Eventuell hier, da, boom, hier. Automatisch geht er nach unten. Von hier kommt der Schlag nach unten. Das heißt, das ist der dritte Schmerzpunkt. Hier, entweder Halsschlagadern, der Seite, oder Kehlkopf, okay? Das heißt hier, da kommt das vierte aus Ohr, okay? Das heißt hier. Und jetzt da drehe ich, schaut mal, in welche Position er ist. Ich stelle euch vor, nur nach oben, wow, beziehungsweise nach unten absenken lassen, okay? Das heißt noch einmal, sorry Patrick, das heißt noch eins, boom, hier, kurze Rippe, da, okay, automatisch geht er nach unten, hier, da, boom. Okay Leute, aber wie man sagt, in der Einfachkeit liegt das ganze Geheimnis, das heißt, hier, da ist der Schlag, auf die kurze Rippen, ja, das ist das Allerwichtigste, hier andeuten, boom, hier, und dann eventuell der zweite in Unterleib, ja, das da danach, hier der Schlag, hier aufs Ohr, das hier, das ist eine Spielerei, das könnt ihr mit dem Partner üben. Auf der Straße ist das Allerwichtigste, auf die kurze Rippe so ein dynamischer Schlag und das hat sich erledigt, okay? Das heißt, wir sind fertig mit unseren Techniken, sucht euch einfach das, was euch am besten liegt, was euch am besten gefällt und wir sehen uns dann wieder in dem nächsten Video. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Tschüss.